heute bei der Weißbund-Sowas Kida Ramadan im Team mit Bernhard Reuter. Und sie spielen gegen Katharina Schüttler und Elton. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Guten Abend. Ich hoffe, Sie haben die Karnevalszeit bis hierhin gut überstanden. Wir müssen uns hier nicht verkleiden, um Sie gut zu unterhalten. Wir haben tolle Gäste, beide heute das erste Mal bei uns zu Gast. Kida Ramadan im Team mit Bernhard Hoeker. Und auf der anderen Seite Katharina Schüttler mit Elton. Wow, jetzt werden die Fans von Four Blocks und Docks of Berlin, die werden besonders intensiv zuschauen. Und die sind natürlich auch gespannt, welche spannende und wichtige Informationen es immer zum Anfang bei uns in der Sendung gibt. Und ich habe heute was für euch, könnt ihr gleich mal ausprobieren. Wussten Sie eigentlich, dass man nicht summen kann, wenn man sich die Nase zuhält? Haben Sie es schon mal probiert? Man kann nicht summen mit zugehaltener Nase. Ja, nicht lang, nicht mal, lange. Du hast schon mal was zu erzählen, Kida, wenn du nach Hause kommst, ne? Oh, da ja, kannst du deinem Sohn erzählen, kann der ausprobieren. So, jetzt gucken wir mal, wie sich unsere Zuschauer hier im Studio verteilt haben, welchem Team sie ihr Vertrauen schenken. Hinter Bernhard und Kida sitzen 64 Zuschauer. Und hinter Elton und Katharina 67. Oh. Katharina, da lastet auch ein bisschen Druck auf euch, weil es nicht so oft, dass hinter Team Elton mehr Zuschauer sitzen als hinter Team Bernhard. Aber lasst uns gemeinsam einen Blick auf unsere heutigen 12 Kategorien werfen. Hier ist die Wand. Die 12 Kategorien heute sind Einspruch, Heimat, total genial, das Fragezeichen, Essen und Trinken, tierisch, Gesundheit, Telefon, Schönheit, Königshäuser, Heimwerker und Schlagzeilen. Team Elton beginnt. Für jede richtige Antwort 500 Euro, ein Publikumsjoker für jedes Team und das Team, das mehr Zuschauer hinter sich hat, darf die erste. Wenn du groß im Heimwerk oder dich mit Königshäusern auskennst oder Schminktipps ein bisschen. Dann, Ach komm, Einspruch. Einspruch. Ja. Ja, das magst du doch auch, Elton. Das mag ich auch. Eine deiner Lieblingskategorien. Die erste Frage aus der Kategorie Einspruch. Laut einem aktuellen Urteil des Europäischen Gerichtshofs dürfen Pausen auch wöchentlich genommen werden. B, ist Urlaub vererbbar? Oder C, können Überstunden an Kollegen verkauft werden? Ah ja, ich muss... Dürfen Pausen auch wöchentlich genommen werden? Okay. Also das heißt eine komplette, also ich mache nie Pause. Und mache dann einen Tag frei. Mach 4-Tage-Woche. Das klingt irgendwie, finde ich, schwierig. Ja. So, ist Urlaub vererbbar? Klingt total abstrus, finde ich. Klingt total abstrus, aber irgendwie klingelt da was bei mir. Aber wem vererbe ich das? Vererbe ich das meinem Kollegen oder vererbe ich das jetzt meiner Tochter, die da gar nicht arbeitet? Ist ja Quatsch. Hast du recht, klingt komisch, aber irgendwie klingelt das bei mir. So, C. Können Überstunden an Kollegen verkauft werden? Also das glaube ich eigentlich nun wirklich nicht. Was heißt das? Ja eben, wie soll denn das gehen? Da macht der andere Überstunden, da kriegt er von dir Kohle und auch noch von der Firma. Nee, ne? Okay. Zu was tendierst du denn? Ich würde irgendwie sagen A, aber ich finde es so vertrauenserweckend, dass du sagst, da klingelt was bei dir bei B, dass ich mich darauf einlassen würde. Wir nehmen B. Hey, wenn beim Elton was klingelt, ja? Ist nicht so oft der Fall, ist das aber meistens dann der Pizzalieferdienst. Manchmal. Ja. Der Europäische Gerichtshof urteilte im November 2018, dass Erben eines verstorbenen Arbeitnehmers von dessen ehemaligem Arbeitgeber eine finanzielle Vergütung für den von dem Arbeitnehmer nicht genommenen bezahlten Jahresurlaub verlangen könnten. Auch wenn der Aspekt der Erholung nach dem Tod nicht mehr wahrgenommen werden könne, bleibt das Recht auf die Vergütung bestehen.
Damit bestätigte der EuGH ein Grundsatzurteil aus dem Jahr 2014. Sehr gut. Das ist die richtige Antwort. Telefon. Das geht auch um die. Wir nehmen den Telefon-Joker. Okay, Telefon? Ja. Gemerkt, ne? War gut. Telefon. Welche, Achtung, Konzentration. Welche Antwort erhielt der Absender der ersten SMS? A. Die Frage, wer bist du? B. Ein Kochrezept? Oder C. Keine, da das Zurückschreiben technisch noch nicht möglich war? Also die erste SMS? Die allererste SMS. Die geschrieben wurde. Die jemals geschrieben wurde. Also, wer bist du, glaube ich nicht. Weil die erste SMS haben sich zwei Leute ausgetauscht, die in irgendeiner Form miteinander zu tun haben, im, ich würde mal sagen, weitesten Sinne wissenschaftlichen Bereich. So. Ein Kochrezept. Auch komisch. Also, das Spaghetti Bolognese mäßig. Ja, 100 Gramm Spaghetti. So, toll, danke für die Antwort. Aber vielleicht war es ja auch. Naja, vielleicht war das aber auch. Test, oder? Ja, um zu wissen, ob es passt. Und der andere hat dann nur Copy-Paste und bums, kam dann irgendwie so ein Check-Dinner-Gulasch raus. So, keine, da das Zurückschreiben technisch noch nicht möglich war. Also, ich selber hatte ja mal ein Handy, damals war das sogar noch ein Handy, mit dem konnte man eigentlich nur telefonieren und lesen. Da konnte ich noch nicht schreiben. Keine SMS schreiben? Nee, ich konnte nur SMS lesen. Okay. Was egal war, weil meine Freunde hatten dasselbe Handy. Insofern war es völlig. Wir haben dann halt. Aber wenn die alle nur lesen konnten, wer hat dann geschrieben? Ja, niemand. Wir haben dann halt einfach mit dem Edding Sachen drauf gekritzelt. Aber es war. Ja, also Kochrezept glaube ich nicht, Frage, wer bist du, auch nicht. Ich kann mir das wirklich vorstellen. Ich meine sogar den Erfinder der SMS, das meine ich, wäre ein deutscher Mitarbeiter des Bundesministeriums für Post und Telekommunikation gewesen. Und der hat das bestimmt einfach nur geschrieben von seinem Gerät aus und dann hat das einer gekriegt. Ah, warte, was hat er erzählt? Die Erfindung der SMS war eigentlich gedacht, um kodierte Nachrichten ans Telefonnetz, an Handys zu schicken, um dort Einstellungen oder Ähnliches vorzunehmen. Es ging nur um die Informationsverbreitung. Ich bin immer noch bei C. Ich vertraue dir voll. Ich weiß echt nicht. Ich hätte jetzt so, für mich wäre so ganz simpel A so. Wer bist Was ist mit dem Letzten passiert, dem du vertraut hast und der dir enttäuscht hat? Aber A wäre zu einfach so. Mhm. Und B ist mir zu bescheuert, Alter. Wegen so ein Kochrezept, oder? Dann nehmen wir C. C, okay. Oder? Ja. Jetzt ist es zu spät, jetzt ist das Geld. Bernhard, ich habe ein bisschen Angst jetzt um dich, weil ja, ich hab dich lieb. Ich finde das auch immer spannend, sowas. Newbury am 3. Dezember 1992. Der britische Ingenieur Neil Papworth verschickte vom Computer die erste SMS der Welt. Sie lautete Merry Christmas. Empfänger war ein Manager der Telekommunikationsfirma, für die Papworth arbeitete. Der Manager befand sich gerade auf einer Weihnachtsfeier, konnte jedoch nicht antworten, weil es technisch noch nicht möglich war. Deswegen bestätigte er den Erhalt der Nachricht durch einen klassischen Telefonanruf. Da hat er gerade angefangen und du fängst schon wieder an, uns zu ärgern hier. Auf Bernhard ist Verlass, Kida, echter Ehrenmann. Ja. Ja. So, 500 auch bei euch. Nächste so, Kategorie. Was wollen wir nehmen? Essen und Trinken. Essen und Trinken. Mhm. Die zunehmend beliebte Biersorte India Pale Ale entstand, weil A. Alternativen zu europäischem Malz gefunden werden mussten, B. der Brauvorgang mit wenig Wasser durchgeführt werden musste oder C. Bier mit viel Hopfen gebraut wurde, damit es länger genießbar war. Die zunehmend beliebte Biersorte India Pale Ale entstand. India Pale Ale. Hast du da je von gehört? Leider nein. Die entstand, weil Bier mit viel Hopfen gebraut wurde, damit es länger genießbar war. Bist du Biertrinkerin, Katharina? Ja, mittlerweile bin ich angelangt bei Alkohol, glutenfrei, alkoholfrei. Im Moment, da würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, es ist kein Bier. Also, ich weiß nicht warum, aber C würde ich mal ausschließen. Weil, was heißt denn länger genießbar war? Bier schmeckt nur irgendwann nicht mehr, wenn es warm ist oder keine Kohlensäure mehr drin ist. Warum soll mit mehr Hopfen es länger genießbar sein? Ist es nicht sogar, wenn Hopfen drin ist?
Ich kenne mich da, ich will nichts Falsches sagen. Naja, und viel Hopfen hat ja auch jetzt mit Indien nichts zu tun, ne? Würde man meinen. Der Brauvorgang mit wenig Wasser durchgeführt werden musste. Warum sollte das der Fall sein? Naja, von wegen Indien, es gibt da wenig Wasser, also gutes Wasser, reines Wasser. Und deswegen haben die das erfunden, damit man weniger Wasser braucht für den Brauvorgang. Ja, ich stehe da tatsächlich auch, also wir müssen da echt wahrscheinlich den Publikumsjoker nehmen, weil ich stehe da völlig, ich würde nur C ausschließen. Warum soll das länger genießbar sein, wenn da mehr Hopfen drin ist? Fragen wir das Publikum. Ich tendiere ein bisschen zu A, Alternativen zum europäischen Malz. Vielleicht haben die da eine neue Steuer draufgesetzt oder keine Ahnung. Und deswegen haben die jetzt was anderes benutzt. Aber ich bin mir da leider wirklich... Was ist ein Malz überhaupt? Für Bier ist das hier Malzbonbon. Aber wächst Malz? Ja, also Malzbaum? Ja. Nee, das ist so zuckerartig. Das ist so eine Melasse. Aber dann finde ich A irgendwie ganz, ganz gut. Oder? Ohne Publikum wollen wir es riskieren. Naja, dann haben wir sie später noch. Wo wir wirklich gar nichts wissen. Wir wissen ja eh sehr wenig eigentlich. Ja, aber wir können es natürlich noch riskieren. Wir haben noch. Wenn du auch bauchgefühlmäßig jetzt da bist. Ja, ich mich stört das Wort musste, aber. Wir nehmen also, A. Ihr nehmt A. Risiko. Oh, guck mal. Ne? Dann. Jetzt wird nicht geklatscht. So, Hier kommt die Aufklärung. India Pale Ale, abgekürzt IPA, entstand aus dem Pale Ale, einer aus hellem Malz hergestellten Biersorte. Im 19. Jahrhundert wurde Bier aus Großbritannien in die Kronkolonie Britisch-Indien geliefert. Der monatelange Transport per Schiff erforderte ein Bier mit hohem Alkoholgehalt. Zur zusätzlichen Konservierung wurde mehr Hopfen zugegeben, wodurch das starke Ale auch nach der langen Lagerung noch frisch schmeckte. Vor allem wegen der starken Hopfennote ist das India Pale Ale heute wieder sehr beliebt. Das ist die andere Richtung. Ja. Das ist natürlich die andere gewusst? Richtung. Hätte das jemand gewusst? Nee. Oh. Ah. Einer vielleicht. Also, so, also es bleibt erstmal bei 500 Euro. So, dann. Heimwerker. Ist aber ein bisschen mehr mein Wunsch. Das muss ich direkt vorweg schieben. So. Der Metallwinkel am Ende eines Maßbands ist nicht fest montiert, sondern gibt leicht nach, damit A. er an einen Nagel festgeklemmt werden kann, B. das Messergebnis leichter abzulesen ist oder C. Innen- und Außenmessungen möglich sind. Hä? Ihr wisst, wovon wir reden. Ja, ja, das ist ja abgefahren. Ich hätte jetzt aber also, gleich an A gedacht irgendwie. Also, wir haben so ein Maßband. Und da vorne ist so ein Häkchen. Ja. Und den macht man ja normalerweise so eine Tischkante. Ja. Und dann zieht man das rum. Ja. So. Und den kann man jetzt scheinbar leicht rausziehen. Er an einem Nagel festgeklemmt werden kann. Das kann natürlich sein, dass da ein kleines Loch drin ist. Und dann kann man da den Nagel, und dann hat man, wenn man jetzt an einer bestimmten Stelle sein möchte und keine Kante hat. Finde ich schon mal gut. Legen wir auf die Seite der möglichen Antwort. Das kann alles sein, oder? Nein. Ja. Also nein. Also ja. Hast du einen Werkzeugkasten zu Hause, Bohrmaschine, ja, ich Säge? Ich bin aber so voll Anti-Handwerker. Bist du linke Hände zwei? Ja. Wer macht das denn, wenn was gemacht werden muss? Ich zahle dann irgendwie im Internet. Ach so. Naja, klar, irgendwoher müsste es kommen. Das Maßergebnis leichter abzulesen. Ja, genau. Abzulesen. Das Messergebnis leichter abzulesen. Also, wie soll das sein? Also ich messe jetzt hier eine Strecke und dann messe ich ja quasi hier das Ergebnis. Wieso soll das, wenn das auch noch flexibel ist, also nicht fest, wie soll ich das dann noch genauer lesen können? Also da würde ich C, B ausschließen. Ja. C, Innen- und Außenmessungen möglich sind. Was wäre denn da die Idee? Dass ich es umdrehe. Also ich bin in einer Schublade, ich meine hier in der Schublade drin. Und dann will ich ja innen messen. Und wenn ich es dann umdrehe, geht es. Aber dann müsste ich es ja drehen. Ja. Ja. Aber es gibt ja nur leicht nach. Das ist schon A am nächsten, oder? Hat das nicht immer so ein kleines, wie so ein kleines Loch, wo so eine
Ich meine, es gibt so leicht nach. So Nagel reinpassen würde? Ja, also meine, gibt, sondern gibt leicht nach. Das heißt ja nicht, man kann das umdrehen oder sowas. Oder beweglich, weil da nicht, ah, man dreht es um, aber sondern es gibt. In dem A, oder? In dem A, aber sowas von. Okay, alles klar. Wobei, ich erinnere mich gerade, gab es nicht in der ersten Staffel vor Blocks eine Folge, wo du mit dem Hammer ziemlich genau, da ging es allerdings nicht um den Nagel, der an die Wand musste, sondern es ging, glaube ich, um die Kniescheiben von Frederik Lau, ne? Ja. Da gab's warst du gut im Hammer. Da war ich gut mit dem Hammer. Gab's da warst du gut mit dem Hammer. Außenmessung? Beides, ja. Am Ende eines Maßbands befindet sich ein Metallwinkel, mit dem Innen- und Außenmessungen durchgeführt werden können. Bei einer Innenmessung bildet der Winkel den Nullpunkt, damit seine eigene Dicke berücksichtigt ist. Wenn allerdings das Außenmaß genommen werden soll, liegt der Nullpunkt innerhalb des Metallwinkels. Deshalb darf er nicht zu fest montiert sein, sondern muss etwas nachgeben. So entsteht durch die Lücke wieder ein voller Zentimeter. Ah. Antwort C ist die richtige. So, es bleibt unentschieden, ausgeglichen. Nächste Kategorie. Ich weiß auf jeden Fall, dass Publikum auch. Total genial. Katharina, was können Veganer als Eiersatz im Mürbe- oder Rührteig verwenden? A. Mandelöl, B. Apfelmus oder C. Zitronensaft. Nur weil du jetzt glutenfrei isst, heißt das natürlich nicht automatisch, dass du Veganerin bist. Bist du? Nee. Nee. Als Eiersatz im Mürbe- oder Rührteig. Nee. Zitronensaft finde ich klingt total abwegig. Ich hab keine Ahnung. Zitronensaft würde ich auch schon wieder ausschließen. Grenztechnisch. Das schließe ich komplett aus. Was ist denn Ei? Warum ist denn Ei? Das ist ein guter Kleber. Das kann doch eigentlich nur Mandelöl sein, oder? Weil Apfelmus ist zwar okay, hat aber für mich einen sehr großen Eigengeschmack auch. Oder was würde es denn dann kleben? Wasser und Mehl? Ich weiß nicht. Ja, gegen Öl spricht dann ja wieder Wasser, ne? Weil angeblich können sich das ja nicht, aber pass auf. Bisschen nicht sicher, ne? Ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr gute Publikumsfrage. Meinst du? Ja, da ist doch bestimmt eine, also ich tendiere zu A, habe mich aber eben ja auch zu weit aus dem Fenster gelegt. C schließen wir zwar aus, kann aber vielleicht auch Apfelmus sein. Ich weiß es aber nicht. Es wird gelacht aber Mandel, hier bei uns. Ja, weil die das alle wissen, das alle und die lachen sich gerade über uns total kaputt. Also ich tendiere Mandelöl auch zu A. Fragen wir es irgendwie, aber wir fragen, ja, wir fragen wie ist ein Mandelöl eigentlich? Ist das flüssig, ist das fest wie Kokosöl? So, wer weiß es hier. Ja, ist halt eine Nuss. Ne? Gibt's ist irgendjemand Veganer? Ich sag mal so, für ich weiß es wirklich sicher, bist du ein bisschen zögerlich aufgestanden. Ja, ein bisschen zögerlich. Ja, wie heißt du? Noemi. Und kommst woher? Aus Stuttgart. Oh, bist du Veganerin? Nee, überhaupt nicht. Aber du hast eine Idee. Genau, also wir haben schon häufiger einen veganen Apfelmus-Gugelhupf gebacken. Und auch sonst kenne ich das aus veganen Rezepten, dass man Ei durch Apfelmus ersetzt. Deswegen würde ich sagen B. Okay. Also wenn du das jetzt schon irgendwo mal gelesen, gesehen hast, dann gibt es ja zumindest Hoffnung jetzt. Die besteht. Eier machen den Kuchen locker und saftig und geben Keksen die nötige Stabilität. Wer eine vegane Alternative für seinen Mürbe- oder Rührteig sucht, ersetzt das Ei durch Apfelmus. Es empfehlen sich 60 bis 80 Gramm Apfelmus pro Ei. Das im Apfel enthaltene Pektin verleiht dem Teig Bindung und der Wasseranteil lässt das Gebäck nicht so schnell austrocknen. Der Apfelgeschmack verfliegt beim Backen nahezu vollständig. Sehr gut. Glückwunsch, Lübeck. 500 Euro für die richtige Antwort. Daumen drücken. Das ist weiter gut. So, damit steht ihr bei 1000 Euro. Was man hier nicht alles erfährt. Joker ist weg, ihr habt ihn noch. Du wolltest eben Schlagzeilen, als ich die Heimwerker versaut habe. Vielleicht kenne ich ja jemanden von den Kollegen, der in der... Der geschlagen wurde. Ja, Schlagzeilen. Was sorgte bei der Antrittsrede des neuen kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom für Lacher? A. Seine Hosenträger lösten sich und die Hose rutschte. B. Sein zweijähriger Sohn stürmte auf die Bühne. Oder C. Er zog sich eine Donald-Trump-Perücke über. Ach, das müsste man. Hast du es gesehen? Ich habe ziemlich alle Antrittsreden der US-amerikanischen Gouverneure gesehen, aber die habe ich jetzt echt verpasst. Scheiße. Also seine Hosen, wir gehen das mal nacheinander durch und dann gehen wir das einfach nach hinten weiter wahrscheinlich so. Seine Hosenträger lösten sich und die Hose rutschte.
glaube ich nicht. Das ist ja zu profan. Sein Was ist das für ein Typ aber? Der Gavin Newsom. Ich habe noch nichts von dem gehört. Ja, das ist so ein, der ist Gouverneur und der. Ist er so locker drauf? Ja, ja, ja. So, ein, so der auch eine Perücke tragen würde? Ja, ja, oder hat auch einen Sohn. Ja, ja, es ist alles möglich. Ich meine, der trägt auch Hosen. Ich. Gern. Wir haben uns schon. So, er zog sich eine Donald Trump-Perücke über. Also. Das wäre sehr gewagt. Wäre das nicht auch zu albern? Wollt ihr es ans Publikum geben? Nur, dass sie so also, ich bin am ehesten für B oder C. Und deshalb würde ich es ans Publikum geben. Ja, bitte, Herr, ja, gerne. Ja? Publikum, vielleicht hat es einer gesehen. So. Ah. Das war mit viel Überzeugung. Danke. Hallo. Hallo. Ich heiße Hinrich. Hinrich, herzlich willkommen. Ja. Hinrich, Sie haben es auch gesehen? Nein. Nee. Wenn ich ehrlich bin, ich hätte auch lieber das Leggenmaß gehabt. Ah, eben. Okay. Ja. Aber gut. Trotzdem aufgestanden. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass der zweijährige Sohn derjenige ist, der die Lache erzeugt hat. Der Leiche. Ja, okay. Also. Gut, dann haben wir B eingeloggt und gucken uns das an, was passiert ist. Anfang 2019 wurde Gavin Newsom als 40. Gouverneur von Kalifornien vereidigt. Während seiner Antrittsrede sorgte sein zweijähriger Sohn Dutch für Lacher, als er samt Schnuller und Tuch die Bühne stürmte. Newsom ließ sich nicht beirren, auch als Dutch die Bühne nicht mehr verlassen wollte und sich hinter dem Podium versteckte. Wie er es unbeobachtet auf die Bühne schaffte, bleibt unklar. Glückwunsch, richtige Antwort, 500 Euro obendrauf, Dankeschön. Der Sohn direkt eine Sicherheitslücke aufgedeckt. So, ihr habt auch 1000 Euro auf dem Konto. Nächste Kategorie. Schönheit. Natürlich. Mithilfe des neuen Beauty-Trends Pancaking. A. Wird die Form der Augenbrauen an das Gesicht angepasst? B. Wirken schmale Lippen voller? Oder C. Bekommen Flechtfrisuren optisch mehr Volumen? Ja. Ist ja fast alles Essen und Trinken heute bei euch, ne? So, Pancaking. Also, Pancake, also das ist, die sind ja so flach. Naja, in Amerika, es kommt sicher aus Amerika, und in Amerika sind die Pancakes ja nicht groß und flach, sondern sie sind klein und dick. Ne? Ah, also das ist auf ja, jeden Fall ja, ja, weniger, ein Pancake ist ja stimmt. So ein die kleines, mit Ahornsirup. Dickes Ding. Ja, 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 stimmt. Stimmt. So. Wird die Form der Augenbraue an das Gesicht angepasst? Also, klingt total abwegig, finde ich. Weil das wird sie ja eh seit Jahren. Oder ja. Doch, pass auf, vielleicht, dass man so einen Pancake hält und der ist so rund. Und dann macht man, nimmt man den als Vorlage, dass es wirklich so wird. Du meinst, man hält Hunger? Ja, also wenn man in den Spiegel meinst, guckt, man weiß die Form nicht genau und hält an den Pancake, also was Rundes wie ein Pancake davor, und dann zupft man da drumherum. Ah. Sowas wie der Topfschnitt für die Augenbrauen. Das ist eine gute Idee. So, kommen wir nochmal zu C. Schmale Lippen. Bekommt Flechtfrisuren optisch mehr Volumen? Flechtfrisur ist auch so out, oder? Trägt man Frisuren das sind total weiß, out. Also Flechtfrisuren. Frisuren. Also, oder? Es könnte höchstens sein, dass man so die Idee hat, wie so Backtriebmittel. Also wie so eine Volumenpuder statt Backtriebmittel. Also man Pancake die Frisur und dadurch wird die voluminöser. Was zu was tendierst du? Ich habe wirklich, ich gehe überall mit dir hin. Ich habe keine Ahnung. Ich würde nur C ausschließen, warum auch immer. A oder B? B, komm. Ja? B, oder? Okay, B. Pancake. Ich habe keine Ahnung, wir nehmen B. Also, ihr sagt, da wirken schmale Lippen voller. Wobei, das wäre vielleicht eher Hotdogging. Hotdog. Oh no. Ob Fischgrätenzopf oder französischer Zopf. Wer mehr Volumen in seine Flechtfrisur bringen will, muss den Pancaking, also den Pfannkuchentrick, anwenden. Der Zopf wird dabei erst ganz normal geflochten. Anschließend werden die geflochtenen Strähnen auseinandergezogen.
So wird die Flechtfrisur flach wie ein Pfannkuchen, insgesamt breiter und erscheint damit voluminöser. Wir haben dem Ganzen nicht den Namen gegeben. Wir haben es nur weiter erzählt. Bleibt bei 1.000 Euro erstmal. Jetzt könnt ihr in Führung gehen. Jetzt können wir. Ja. Heimat. Heimat, ja. Natürlich. Warum führt über eine bayerische Umgehungsstraße eine nur 50 cm breite Brücke? A. Sie soll Haselmäusen das Überqueren der Fahrbahn ermöglichen. B. Es handelt sich dabei um einen Hochsitz. Oder C. Die Bauleitung vergaß, die Größenangaben des Plans umzurechnen. Das ist leider wieder alles sehr lustig. Also, sie soll Haselmäusen das Überqueren der Fahrbahn ermöglichen. 50 Zentimeter. Ja, ist nicht das so wie der Tisch breit, vielleicht, der ist 50. Kommt darauf an, ob das Innen- oder das Außenmaß. Es gibt Brücken, die nur für Wildwechsel gedacht sind. Gibt's das, ja? Das gibt es. Und ob jetzt Haselmäuse, ob die da so Reservate haben, es kann natürlich sein, dass das quer durch so ein Haselmaus-Habitat ging und dann haben die aus Umweltgründen haben die dann rechts und links das Ding gebaut. Also kann ich mir, A, kann ich mir vorstellen. B, es handelt sich da über meinem Hochsitz. Wenn diese zentimeterbreite Brücke über eine Umgehungsstraße geht, was jagt dann der, der da auf der Brücke sitzt? Ja, eine Haselmaus. Es handelt sich dabei um einen Hochsitz. Das wäre natürlich schon sehr lustig, wenn man darüber auf eine Erhebung geht. Also sag mal so, ich halte das für unwahrscheinlich. Ja, wenn es richtig ist, ist aber das Bild ein Knaller. Ja, ich glaube, wenn es C wäre, dann würden die das schon längst ändern, wenn sie dann einen Fehler gemacht haben. Oder lassen die das dann dabei? Ich sag mal so, wenn die Bauleitung vergessen hat, die Größenangabe des Plans umzurechnen und das bis also erst gemerkt hat, nachdem die Brücke fertig ist, dann hat die Bauleitung noch ein ganz anderes Problem. Außer Mathematik. Also, Entscheidung. Wenn da, ja, wenn da jetzt noch stände Architekturbüro oder so, dann kann man sagen, der hat es falsch gemacht. Ja, deshalb halte ich C für. Wäre aber auch ein sehr lustiges Video. Ich sag mal so, wir haben auf jeden Fall Spaß. Also, was nehmen wir? Wir nehmen A. Bitte mal, ja. Genau. Jetzt bin ich gespannt. 2018 wurde im bayerischen Vilshofen eine lang ersehnte Umgehungsstraße eröffnet und mit ihr auch eine kleine, nur 50 cm breite Brücke. Sie erinnert eher an eine Halterung für Verkehrsschilder, ist hohl und mit Ästen gefüllt. So sollen ortsansässige Haselmäuse gefahrenlos die Bundesstraße überqueren können. Die 93.000 Euro teure Brücke war Bedingung für den Bau der Umgehungsstraße. Fragezeichen. Fragezeichen? Ja. Also Fragezeichen kann alles sein. Es kann alles sein. Die japanische Insel Isambe Hanakita Kojima. Die kenne ich, ja. A. Wurde letztmalig vor über 400 Jahren von Menschen betreten. B. Ist vollständig mit Edelweiß bewachsen. Oder C. Wird seit Oktober 2018 vermisst. Ja. Ist vollständig mit Edelweiß bewachsen. Das klingt ganz unglaubwürdig. Edelweiß ist doch auf Bergen, also ganz selten und auf Berggipfeln. Aber vielleicht ist das ja eine Insel voll mit Bergen. Ja, aber irgendwann muss der Berg ja auch anfangen. Senden wir den Fuß des Berges. Wie würde ich mal ausschließen? Kann eine Insel vermisst werden? Denn? Geht das? Ja, das kann. Was war denn im Oktober 2008? Ja, vielleicht war da irgendein Hurricane, wie heißen diese, Hurricane oder irgendwie sowas. Viel Wasser halt. Und die ist dann quasi. Aber dann wäre sie ja nicht vermisst, dann wüsste man ja, wo sie ist. Ist ja halt nur unter Wasser, ja, das stimmt. Sie wäre ja einfach nur überschwemmt oder sie wäre ja nicht. Ja, aber warum kann das nicht auch sein? Dass die durch Erdbeben sich gelöst hat, die Insel, und ist dann einfach weggeschwommen. Und man weiß jetzt nicht mehr, wo die ist. Ja, klar. Okay. Die ist einfach Zigaretten holen gegangen und nie wiedergekommen. Ja.
hört man immer wieder so Geschichten. Gehen wir mal zu A. Letztes Mal, ich war vor über 400 Jahren von Menschen betreten worden. Warum? Weil es eine Vulkaninsel ist, das ist so heiß, da kann man nicht drauf. Die ist vor 400 Jahren verschwunden. Es muss ja einen Grund geben, warum man da nicht rauf geht. Weil es vielleicht zu heiß ist oder weil die vermisst ist, man weiß gar nicht, wo die ist. Dann will das Edelweiß nicht zerstören. Also es muss ja, es muss ja einen Grund geben, warum man da nicht rauf geht. Es kann ja nur eine Vulkaninsel in Anführungszeichen sein oder nur ein Krater und da kann man denn nicht drauf. Also müsst ihr euch für eine Antwort entscheiden. Ich will immer noch für C. Die muss ja nicht groß gewesen sein, die Insel. Und dann zack, war die weg und keiner weiß. Die muss nur schwimmen können. Darf ich es riskieren? Sander Nakita Kojima. Ja, bitte. Wir nehmen C. Okay. Meine Damen und Herren, wenn Sie sachdienliche Hinweise machen können, dann melden Sie sich bitte bei uns. Die winzige Insel Esanbe Hanaketa Kojima liegt vor der Küste Japans, etwa 500 Meter vor dem kleinen Dorf Sarafutsu, oder besser Lag. Ein Schriftsteller, der 2018 eine Fortsetzung seines Buches über die kleine Insel vor der Küste schreiben wollte, konnte Esanbe nicht mehr sehen. Und auch die von ihm alarmierten Fischer fanden die Insel nicht wieder. Es wird vermutet, dass das kleine Eiland von Treibeis und Wellen abgetragen wurde. Vermisst. So, ihr kriegt 500 Euro obendrauf. Soweit ich weiß, noch kein Finderlohn ausgesetzt. Ne? So, tierisch, Gesundheit und Königshäuser. Du sagst, außer Königshäuser. Ja. Das Schlimme ist, man wird sich auf jeden Fall ärgern. Wir nehmen Gesundheit. Mikrobiologen der University of Colorado fanden heraus, dass A. Duschköpfe aus Plastik hygienischer sind als Metallduschköpfe. B. Küchenschwämme weniger Keime enthalten als Spülbürsten. Oder C. Hundespielzeug weniger keimbelastet ist als Autolenkräder. Scheiße. Also, Duschköpfe aus Plastik hygienischer sind als Metallduschköpfe. Das glaube ich nicht, weil Plastik hat mehr Oberfläche. Da gibt es mehr Möglichkeiten für Keime. Und Metall ist ja auch, sagt man doch, keimtötend. Da würde ich A erstmal aus. Küchenschwämme weniger Keime enthalten als Spülbürsten. Küchenschwämme weniger Keime enthalten als Spülbürsten. Also ganz ehrlich. Spülbürsten. Wenn man mal längere Zeit einen Küchenschwamm benutzt hat, dann macht man doch mal so den olfaktorischen Test, ob das Ding noch, also ob es gut ist, die Idee. Das habe ich bei der Spülmüste, die hat noch nie gerochen. Die kitzelt in der Nase, wenn man riecht. Aber das ist mir aufgefallen. Weniger Keime, kann ich mir total vorstellen. So ein Hund hat seine Keime und die sind an dem Spielzeug, Punkt. So ein Autolenkrad. Mal ganz so mal unter uns Autofahrern. Ja. Wenn du auf der Autobahn bist und dich so ein Niesflash überrascht. Auf jeden Fall. Fährst du dann seitlich ran, holst dein Sakrotantuch raus und gehst mal drüber? Nee, man macht so. Ich glaube auch, dass am Auto sehr viel. Ja. Oder? Ja, auf jeden Fall. Komm, wir nehmen C. C auf jeden Fall. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass C. Lenkrad, du bist dir sicher und lässt mich hier labern? Mikrobiologen der University of Colorado untersuchten im Jahr 2018 über 600 Duschköpfe aus 13 Ländern. Dabei fanden sie heraus, dass sich in Plastikduschköpfen nur halb so viele schädliche Mykobakterien tummeln wie in reinen Metallduschköpfen. Als Grund werden sich aus dem Plastik lösende Kohlenstoffe vermutet, die das Wachstum anderer Bakterien ankurbeln, welche wiederum einen Teil der für uns schädlichen Bakterien bekämpfen. Aber ey, ganz ehrlich, ja? Antwort C brauchen wir noch keine Universität, Alter. Ja, Antwort C ist ja trotzdem richtig. Das hat halt nur nicht die Universität rausgekriegt. Genau. So, jetzt könnt ihr wieder in Führung gehen. So, pass auf, wir nehmen Königshäuser. Danke. Ja. Weil auch aus dem Grund nachher ärgert man sich. Ja, nee, Königshäuser. Wenn über dem Buckingham Palace die britische Nationalflagge weht, ist die Queen da. A. Ist das Oberhaupt eines Commonwealth-Staats zu Besuch?
B. Begeht die Königsfamilie dort gerade einen festlichen Anlass? Oder C. Ist die Queen nicht zu Hause? So. Vielleicht ist sie denn gerade nicht zu Hause. Das ist doch viel. Also warum sollte denn nur die britische Nationalflagge wehen, wenn ein Commonwealth... Wenn, dann sind die doch trotzdem noch so nett und lassen die Flagge des Staates wehen. So. Begeht die Königsfamilie dort gerade einen festlichen Anlass oder ist die Queen eben nicht zu Hause? Mist, ey. Einfach damit die Leute noch ein Gefühl haben dafür, dass sie irgendwie doch da ist. Dass man... Ach so, ja, das ist ein guter Anlass. Man vermisst ja sie und... Und braucht noch mal die Bestärkung des Oberhauptes. Vielleicht ist es denn tatsächlich so, dass sie denn nicht zu Hause ist. Die Flagge weht und sie ist eben nicht zu Hause. C. Komm, wir nehmen C. Nehmen C. Aber das, ach, nee. Du bist ganz schön grau auf dem Kopf geworden, Elton, fällt mir gerade so auf über die... Ja, es ist viel passiert. Vielleicht in England. Doch, vielleicht ist es doch B. Die machen ein Fest und dann wird das Ding hochgezogen. Weil jeder glaubt doch, die Fahne ist da. Pass auf, wann zieht man denn in Deutschland? Also ich kenne das, in Norddeutschland, die haben ja gerne Flaggen. Und da ist ein Fahnenmast und zum Beispiel, also so. Und da wird dann an Weihnachten die Weihnachtsflagge gehisst. Also der Elton hisst zum Beispiel immer die Fahne, wenn er Samstagabend vom Griechen kommt. In dem ja. B. In dem B. Ja. Oh, oh, was? Ja, nein! Alles, ist ja wirklich nein. Alles durchdiskutiert worden. Und hinter uns hast du es gehört. B hatte ich jetzt am wenigsten erwartet. Die Nationalflagge des Vereinigten Königreichs ist in ihrer heutigen Form seit 1801 im Einsatz. Weht sie auf dem Dach des Buckingham Palace, wissen kundige Londoner gleich Bescheid. Die Queen ist nicht zu Hause. Denn wenn ihre Majestät im Palast verweilt, wird die offizielle Flagge des Staatsoberhaupts gesetzt. Diese wird als Royal Standard bezeichnet. Ah, Mann! Ihr wart lange auf dem guten und richtigen Weg. So, wir haben noch eine Kategorie, letzte Frage. Ja, ja. Tierisch. Tierisch. So. Nur mal vorab, mein Chef wusste das. Nee, nur mal vorab. Nein. Ja, der Bernhard, der weiß ja alles. Nein. Was trifft auf Schweine bei der Trüffelsuche zu? Mal, das ist jetzt wirklich mal eine Ausnahme. A. Männliche Schweine finden ausschließlich schwarze Trüffel. B. Sie sind eigentlich auf der Suche nach einem zukünftigen Partner. Oder C. Sie sollten dabei geräuschabschirmende Ohrenschützer tragen. Sollten dabei geräuschabschirmende Ohrenschützer tragen? So, mach hin. Ich meine, warum sollen die Ohrenschützer tragen? Das ist, wenn die sagen, ich bin woanders. Aber, also männliche Schweine finden ausschließlich schwarze Trüffel. Ja, weil das eigentlich... Ich glaube nicht. Warum nicht? Weil, gibt es verschiedenfarbige? Ja. Nee, warum sollten die keine weißen finden? Also ich, da habe ich einen direkten Zusammenhang. Sie sind eigentlich auf der Suche nach einem zukünftigen Partner. Das kann ich mir total gut vorstellen. Da riecht so ein Trüffel riecht wie Sau. Also ist so, ne? Vielleicht ist er auf der Suche nach einer Sau oder sie nach einem Mann. Und das sind so Hormone. Also es riecht wie Paarungshormone. Also wir haben auf jeden Fall einen Vorteil. Wenn wir falsch liegen, ist immer noch Gleichstand, ne? Richtig. Okay. Ich sehe, zocken kannst du. Super, ja, ist gut, genau sowas brauchen wir hier. Ja. So, und sie sollten geräuschabschirmende Ohrenschützer tragen. Vielleicht ist aber, habe ich noch nie gesehen. Bei den Bildern habe ich das noch nie gesehen. Und B kann ich mir durchaus vorstellen. Lass uns B nehmen. Wir nehmen B. B haben wir. B haben wir eingeloggt. Jetzt bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Trüffel wachsen in der Regel unterirdisch und man braucht eine gute Spürnase, um sie zu finden. Die Pilze verströmen Androstenon, einen Sexuallockstoff, den auch Eber in ihrem Speichel produzieren. Dieses Pheromon lockt empfängnisbereite Säue an, die Eber dadurch über Kilometer hinweg aufspüren können. Ein Schwein bei der Trüffelsuche ist also eigentlich auf der Suche nach einem zukünftigen Partner. So, richtige Antwort, nochmal 500 Euro oben drauf. Und wir haben folgenden Zwischenstand. Katharina Schüttler und Elton haben 1.500 Euro auf dem Konto. Hida Ramadan und Bernhard Hoeker haben 2.000. Jetzt kommt die Entscheidung, wer macht hier heute das Rennen. Hier ist das Finale.
Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Kino. Hast deinem Sohn erzählt, dass du heute hier bist? Ja. Ja. Und was hat er gesagt? Gib Power. Mach keinen Scheiß, Papa. Ja. Hm? Okay. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Welche Regielegende hat es in ihrer Laufbahn auf meisten Spielfilme gebracht? Leise, nichts nicht rufen. A. Alfred Hitchcock, B. Stanley Kubrick oder C. Fritz Lang. Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. So, beide Teams haben ihre Antwort eingeloggt, haben Geld gesetzt, haben viel oder vielleicht sogar alles riskiert. Wie es heute ausgeht, erfahren Sie gleich. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Wir spielen heute mit Katharina Schüttler im Team mit Elton. 67 Zuschauer sitzen hinter den beiden. Und auf der anderen Seite Kida Ramadan im Team mit Heike. Die beiden haben 64 Zuschauer hinter sich. Ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Welche Regielegende hat es in ihrer Laufbahn auf die meisten Spielfilme gebracht? A. Alfred Hitchcock, B. Stanley Kubrick oder C. Fritz Lang? So, jetzt sind wir natürlich ganz gespannt, wie viel Geld ihr gesetzt habt. Ach nee, ich hab's gewusst. Und auf welche Antwort ihr getippt habt. Elton und Katharina haben 1.500 Euro erspielt und gesetzt 500. Ja. Bernhard und Kida haben 2.000 Euro erspielt und gesetzt 1.001 Euro. Richtig spannend, ne? Müssen wir alles kriegen. Noch alles drin. Sollte richtig sein, wenn es falsch ist, ist es doof. Wenn Sie noch mehr Spannung suchen, meine Damen und Herren, am Samstag gibt es übrigens einen, wer weiß denn sowas, XXL. Da haben wir auch wieder tolle Gäste zu Gast. Michael Mittermeier ist zu Gast, unter anderem. Dieter Nuhr, Ingo Zambaroni hat mal Pause bei den Tagesthemen und Mr. Tagesthemen Ulrich Wickert kommt. Und außerdem noch David Striso und Alicia von Rittberg. Also, Samstagabend 20:15, wer weiß denn sowas XXL. Jetzt gucken wir aber mal, wer hier auf welche Antwort gesetzt hat. Katharina und Elton haben getippt auf Antwort C, Fritz Lang. Scheiße. Bernhard und Kida haben getippt auf. Ich habe das Gefühl, Alfred Hitchcock hat irgendwie jede zwei Wochen einen Film gemacht. Ja, aber halt nur ein Jahr lang. Und der Fritz Lang. Stanley Kubrick.